Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischen-Let's Play von Heritage. Ja, Heritage ist ein Horrorspiel, sag ich mal. Es geht darum, dass diese Frau, die hier zu sehen ist, läuft durch das Haus ihrer Großmutter oder ihrer Mutter, weiß ich gar nicht, die verstorben ist. Und ja, sie ist da halt nicht immer ganz allein. Es ist zwar alles schön hell, weiß und erleuchtet, aber sie ist da halt nicht so ganz allein und rund im Haus. Ich hab keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich spiel's blind. Ich habe nur einmal reingelegt, um zu gucken, ob das Spiel flüssig läuft. Ich habe die höchsten Grafikeinstellungen, die es gibt, war das, meine ich. Ja, klar, war das. Das habe ich doch gesagt, sind die besten Grafikeinstellungen. Jetzt möglich. Okay. Falls der Sound zu laut ist, wird das beim nächsten Mal anders sein. Und ich zitter jetzt schon, also damit ich nicht rumheule oder rumschreie, habe ich eine Unterstützung geholt vom netten Björn River, dessen Stimme ich sehr beruhigend finde. Okay. Hi. Hi. Du, ich stell dich mal kurz lauter. Mag sein, dass du... Verdammt. Warte mal. So. Mag sein, dass ich jetzt kurz nicht da war. Ich habe kurz den Sound vom Björn River lauter gestellt, wer das gehört hat. Ich weiß es nicht, ob er das jetzt aufgenommen hat. Deswegen. So. Also, wie gesagt, ich habe einmal gespielt drücken bei New Game. So, ich werde das jetzt so ein bisschen laufen lassen und wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr das lesen. Ich lese es mir innerlich selber mit. Ich habe das Gefühl, da kommt gleich irgendwas. Also auf Pause drücken, auf HD am besten stellen, dann könnt ihr es auch lesen. Ey, gleich kommt doch irgendein Gesicht, ey. Okay, kommt nicht. Ja, echt, ey, sowas habe ich auch schon gedacht. Und das, obwohl ich das Spiel nicht kenne. Scheiße. Frontal, I just get here. I want to mediate the loss and remember the moment I spent with her. Alter. Was ist das? Table. I remember when I dined here, my grandmother cooked very well. Okay, es ist die Grandmother. Und ich decke jetzt mal schön den Tisch ab erstmal, wie es sich so gehört. So, hier habe ich jetzt... Geht das? Lol, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ah! Doppelklick oder was? Nee, ne? Ah, jetzt konnte es. Geht das? Lol, jetzt habe ich hier so ein. Keinen Plan, was das jetzt war. Egal. Ja, jetzt kannst du weiterreden. Ja. Okay. Also. Was ich eben noch sagen wollte, ist ja Heritage. Es ist ja, ich habe es noch nie gehört, aber ich den Namen auch noch nie. Und ganz ehrlich, dann sagt er schon, er muss was lesen. Da habe ich jetzt echt schon dran gedacht. Gleich kommt doch so ein Gesicht und er schreckt sich sowas von. Gottes Willen, wie geht denn der Kühlschrank bitte auf? Schlägt er meine Richtung auf wie sonst was? Alter, kann ich die Kanne mitnehmen? Ach, zum Glück die. Die damit irgendwie verbinden. Nein, schade, geht auch nicht. Ofen. Alter, was man sich alles angucken kann. Ein Glas. Noch mehr Gläser. Kann man die aufeinander droppen? Geht das? Oh, schade, geht nicht. Und was haben wir hier? Gläser.
Noch mehr Teller. Teller, Teller. Nutella. Noch mehr Teller. Oha, fast alle weg. Und was geht hier so? So, jetzt habe ich auch viele Teller bei mir. Jetzt kann ich Frisbee spielen gehen. Hab ich da überhaupt noch mehr Platz? Can't reach. Sag mir jetzt nicht, ich war so blöd. Na super, jetzt habe ich mir das Inventar voll gekleistert. Ja, toll. Drop. Drop. Und drop. Tschüss, ihr scheiß Teller. Ich brauche aber die Taschenlampe. Komm mit mir, Taschenlampe. Wie kann ich die Taschenlampe jetzt benutzen? Kann ich die Taschenlampe überhaupt irgendwie benutzen? Alter, ich drücke jetzt nicht alle Tasten durch. Na, jetzt sehe ich noch ein Gesicht vor mir. Leute. Wie gesagt, ich spiele es blind. Okay. Also jetzt gehe ich noch nicht raus. Die Fenster mache ich auf, weil dann zieht es den Durchzug. Die Gitter davor halten mich hoffentlich sicher. So, red doch mal ein bisschen, Björn. Beruhig mich. Ja, was soll ich denn, worüber soll ich denn reden? Weiß ich nicht. Ich lasse schon alle Türen auf, damit ich ja nichts. Schöne Abendkleidersammlung. Schuhe, aha. Also es geht um die Oma, die kocht, oder was? Genau, um die geht's. Nee, es geht um die verstorbene Oma oder so. Ah. Das ist ja auch komisch, dass sie noch kocht. Nee, tut sie nicht mehr, aber sie hat halt daran zurückgedacht, wie sie da gekocht hat. Leute, ich habe einmal dieses Bild aufgerufen, ey. Ey, ich mach das nie wieder. Das war auch in der Testaufnahme, da habe ich versehentlich das Bild aufgerufen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur ein bisschen rumlaufen. Nun rufe ich das Bild auf, ey. Ich hab mich. Ah, was ist das? Kaluza Frame. Das. Theodor Kaluza. Kennst du den? Nö. Ah. Ah, jetzt kann ich mehr in den Garten gucken. Okay, sieht nicht so doll da draußen aus. Ah, ich glaube, da kann ich dann doch gleich mal. Alter, hat mich typisch gerade erschreckt. Ich glaube, da kann ich dann doch gerade mal rausgehen. Das Bild gucke ich mir als letztes an. TV. Pretty nice TV. Scheiße, kann ich den öffnen? Will ich gar nicht. Pretty nice VD. Okay. So, dann erschreckt euch mal. Da! Ah. Diese Musik. 48. Alter, sie sieht auch so nett aus, die Grandmother. Sehen sie immer. Ohne Witz, jetzt kommt hier so eine richtig grausame Musik. Wie Schiss, dass hier gleich irgendwas passiert, ey. Ey, ich hab gerade richtig Schiss, die Tür aufzumachen. Okay, wir machen es. Das Bad. Der Lichtschalter ist hinter der Tür. Der Lichtschalter ist hinter der Tür. Turn on. Oh. Bloß die Tür auflassen. Victor. Ich bin gar nicht irgendwie. Ich drehe mich am Rad. Nein. Ich doch nicht. Nein, du nicht. Du nicht. Alle anderen, nur ich nicht. Kann genau. Ah, ich könnte den jetzt mitnehmen, würde ich eben noch ein. Nee, kann ich nicht, oder was? Dann müssen wir noch ein paar Teller droppen. Ja, mit 4 Frisbeen reicht der eigentlich auch. Mit 4 mal Frisbee spielen. Ey. 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 Ja? Nicht du. Die, ey, da. So, geht auch nicht. Na egal, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz mit den. Da. Kann ich die eigentlich. LOL. A nice yellow flashlight, ja.
Ja, use it. Use it. Scheiße, ich kann nicht benutzen. Ich bin F oder so, ne? Nein, ich guck jetzt echt nicht alles durch. Aber was hab ich jetzt gemacht? Boah, man kann sie mit C hinhocken. Kaputt immer. Man kann sogar springen. Okay, springen kann man nicht, aber man kann springen. Man kann sich hinhocken. Kann man irgendwie Perspektive ändern? Notes. Stimmt, da lag noch irgendwas auf dem Tisch, hab ich auch gesehen. Ja, ich hab's da draußen. Was ist das? Ist das ein Löwe? Foxbeam ist nice. Ja, nimm doch das Messer mit, dann hast du eine Knarre. Achso, sie weiß ja nicht, dass sie böse ist. Ach, machen wir mal weiter auf. Noch ein Büsch. Ach, sag bloß, man kann hier jetzt... Kann man machen, dass sie meinetwegen jetzt use with Büsch. Nö. Oder? Nö. Schade. Und ein großer Topf. Pot. I'm not hungry. Not deserve to cook. Hat jemand eine natürlich schöne Tellerspur gelegt. Wer war das denn, ey? Björn, musst du mal das unordentlich machen. Ja, sorry. Gar nicht. Aber nein, wir müssen uns total ein bisschen hier drauf einstellen. Grandma's Note. Wie kann ich die jetzt aufnehmen? Wo ist überhaupt meine... Ich sehe die hier schon gar nicht, ne? Da. Jetzt ist das ungefähr drauf. Also... Jetzt. Jetzt. Ne? I appeared the text to my notebook. This is very strange. And WTF, die ist an mich geschrieben. Also an die Granddaughter, an die Großtochter. Großtochter? Vielleicht eher Enkelin? Woher wusste die, dass sie tot ist? Ja, liest euch das doch mal durch. Ich lese mir das jetzt ganz sicher nicht durch. Sonst wäre ich noch hippeliger. Darauf haben wir alle keine Lust. Also, ihr schon, ich nicht. So. Washing Machine, eine Washing Machine. Washing Machine. Alter, es geht da hoch. Also jetzt können wir dann doch erstmal rausgehen. Mal gucken. Was war das denn? Verpackt. Scheiße. Roffel, das Spiel. Hallo. Hallo. Ist das ein scheiß Soundakustik? Alter. Geht's noch beschissener? Lock. Ja, wollt ihr mich verarschen? Ja. Ja, super, hier ist jetzt irgendein ein scheiß Rätsel oder was? Da bloß hätte ich mir die Note durchlesen müssen. Vielleicht ist ja mal was anderes. Ja gut, ich probiere jetzt auch nicht alles aus, weil... Try. Ach so, oh. Leave. Boah, fuck, steht da irgendwas in der Note? Alter, search the clock for key. Search in der Uhr für einen Schlüssel. Ich hätte mir das vielleicht doch mal durchlesen sollen. An old clock seems to be a broken one or something. Ach, wenn ich hocke, kann ich mich nicht fortbewegen. Ach, wie beschissen ist das denn? Hä,
Ja, aber sie hat doch gesagt, ne. Ich dachte gerade, hier sind Bretter vorgeschnallt. Leute, ich dachte gerade, Alter, dieses Spiel, das macht mich fertig. Ich habe keinen Plan, wie ich das jetzt aufkriegen soll. Was steht denn in der Note? So, jetzt gucken wir doch mal an. Please don't be sad, okay? Ja, toll. Toll, jetzt kommen wir hier in ein Puzzlespielchen, das uns hilft. Ach, doch mal, alte Tussi. Also meine Oma, die kann mich mal. Jetzt gehen wir hier mal hoch. Das sieht ja schon vertrauenserweckend aus. Ja, Lichtschalter. Turn on. Turn on. Licht. Und erstmal Fenster öffnen. Meine Lieblingsbeschäftigung, wie wir wissen, inzwischen. Da muss ich aber mit der Umgebung sehr viel Mühe machen. Hallo. Ich liebe euch auch. WTF, was war das? Das ging jetzt aber sehr weit nach außen auf. Lol, das geht ja. Echte Grafik. Naja. Ich würde mal sagen, was sich hinter diesen Türen verbirgt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Stelle ich jetzt hier unten hinten in die Ecke. Oh, man sieht sogar die Füße. Oh, gar nicht verpackt, die Füße oder so. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Heritage wieder. Sagt doch mal, wie ihr dieses Spiel findet. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. So. Oder Tag. Ich werde abends hochladen, dann, ja. Haben Sie vielleicht Mitleid mit mir? Ciao. Ciao.